Schnell gab es jetzt wirklich unglaublich viel von diesem mysteriösen Ort. Ich weiß nicht mehr, ob ich alle gefunden habe, seit ich da vor kurzem diesen einen goldenen Schatz gefunden habe, der gar nicht auf der Karte markiert war. Habe ich so richtig die Angst, irgendwas zu verpassen. Irgendwas Cooles. Ein Moderhautnest. Es muss zerstört werden. Das mach ich. Das ist was Größeres. Ich hoffe, Level entsprechend. Ja. Was jetzt, du Stück Dreck? Erste Mal schnell, Draconie. Habe ich schon verbessert? Nein. Ah, fuck. Ich kämpfe im Auge irgendwie mit diesen Viechern. Freischärlerstiefel. Die sind auch nicht besser als die ich habe. Dann hätte ich jetzt mal Lust rauszufinden, was diese Quest hier ist. Ich glaube, ich muss auch immer zu dem Händler gehen. Beweg dich! Wie krass Gerhard. Oh, Gerhard aussieht, wenn der so extrem vergiftet ist. Jetzt grafisch mit diesem neuen Shader ist da noch ein bisschen besser. Es wirkt nicht mehr so knallbunt. Bei knallbunt ist es ja eigentlich auch so nicht, aber die Farben wirken einfach etwas greller. Langsamer. Ja, dort zum Schmied. Vielleicht können wir noch loswerden. Wie ist er denn? Oh.
aber ziemlich schweigsam. Ja, genau hier sollte jetzt Hattori stehen, tut er aber nicht. Dann eben ich. Wenn ich jetzt irgendwie blöd Zeit mit Schwestern genommen habe, dann geht auch nicht mehr umdrehen. Ah, komm schon! Der Depp schon wieder. Gewärtige den Kampf. Diesmal wirst du es nicht so einfach haben. Du hast Freunde dabei. Hm. Kämpfen die auch alle zu Ehren der Jungfer Heidelbeer? Nein, die kämpfen für die gerechte Sache, die darin besteht, dass du gegen mehrere kämpfst. Ach ja. Ja, denn du bist ein Bösewicht und Betrüger, mein Herr. Du hast dich nicht als Hexer zu erkennen gegeben. Du hast ja auch nicht gefragt. Aber bitte, da ihr euch schon die Mühe gemacht habt, kämpfen wir. So, das war's. Scheiße, das juckt. Okay. Dann wird Zeit zu questen. Haben wir irgendeinen Hexerauftrag, den wir machen können? Machen wir doch mal die weiße Dame. Die verdammte Hure hat mich mit was angesteckt. Hätte ich auch früher rauskommen können, dann hätte ich gleich draußen bleiben können vor der Stadt. Dämon! Wäre jetzt doch geil, wenn die Leute auch noch extrem auf mich reagieren würden, jetzt wo ich so aussehe. Ich sehe aus wie so ein Sith Lord. Die Hexen haben schon wieder Regen beschworen. Diese riesen Hexen. Weiße Dame, die ist bestimmt wegen der Mittagserscheinung oder sowas. Was immer er vor seinem Tod gesehen hat, es hat ihn sehr erschreckt. Der Körper ist verdorrt, Brandspuren. Das war die Mittagserscheinung. Blasse Haut, aber kein Blutverlust. Das ist kein Vampir. Tiefe, unregelmäßige Spuren. Jemand ist blindlings geflohen, in Panik. Eine Mittagserscheinung war... Geisteröl, in dem Fall. Ich schmeiß das Bild auf gerade schon mal auf, mein Schwert drauf.
Die Blutspur führt zum Keller. Ghule haben die Leiche runtergeschleift, aber sie haben sie nicht getötet. Die Haut ist unnatürlich bleich und aufgesprungen. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Sie weicht mir aus. Ich muss etwas finden, das ihr gehörte. Dann muss sie sich mir zeigen. Beweg dich! Los, los! So ist's gut. Sei gegrüßt, Hexer. Ich bin wegen der weißen Dame hier. Das hatte ich gehofft. Meine Nachricht hängt schon so lange, dass sie schon ganz verblichen ist. Anscheinend ist diese weiße Dame eine Mittagserscheinung. Das heißt, ihr Götter, arme Luzi. Luzi, sie sollte heiraten, richtig? Ja, ihre Eltern hatten sie einem Schmied aus der Stadt versprochen. Wohlhabend, aber älter als elfische Ruinen. Luzi rannte vom Altar auf die Felder und schnitt sich die Venen auf. Mit dem Silberdolch, den sie zur Verlobung bekommen hatte. Warte, ich zeig ihn dir. Luzis Eltern brachten es nicht übers Herz, ihn zu verkaufen oder zu begraben. Sie gaben ihn mir. Ich will sie vertreiben, aber erst muss ich sie anlocken. Ich brauche etwas, das ihr gehörte. Der Dolch wäre perfekt. Nimm ihn, aber töte Luzi. Versprich's mir. Sie soll nicht länger leiden. Geralt so in der Nacht irgendwo stehen würde, ich würde einfach nur noch rennen. Oh ja, Mittagserscheinungen kommen nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr raus. So lang warten. Lass uns tanzen. Das war's mit der Luzi. Jetzt kann sie in Frieden finden. Da ist Rennen. Außer.
besser als mein Schwert. Meine Nummer. 275. Ich hab das gemacht. 282. Ja, es ist besser. Hab auch irgendwie schöne Runen dafür. Auf damit. Wo willst du hin? Hey, du hast du mir zuletzt die Stunden vorhin gesagt. Sei gegrüßt, Hexer. Problem gelöst. Du kannst wieder raus auf die Felder. Vielen Dank. Dein Lohn. Und möge das Glück dir hold sein. Schön. Wow, die Hexe. Scheiße. Haben wir noch eine? Naja, nicht wirklich so im passenden Level-Bereich. Ich weiß es auch. Hey, Halsabschneider! Komm schon! Was starrst du so? Was sind das Triss wieder für Probleme? Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Ein Kriegsveteran. Eine Krone. Das wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht machen.